Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal wieder einen kleinen Book-Unhaul für euch. Es steht ja jetzt die Buchmesse an, beziehungsweise wenn dieses Video online kommt, dann bin ich vermutlich gerade auf der Buchmesse. Und Buchmesse bedeutet so viel wie Bücher schauen, Bücher shoppen, Bücher signieren lassen und so weiter und so weiter. Ich habe zwar mir ein Limit gesetzt, dass ich maximal 2 Bücher von der Buchmesse mit nach Hause nehme, aber ihr wisst ja, wie es ist. Das ist immer sehr schlecht realisierbar. Gerade letztes Jahr, da saß dann plötzlich Anne Fleck da und ich dachte mir, okay, jetzt sitzt sie gerade da, dann kaufe ich halt auch gerade ihr Buch und dann kann sie mir es direkt unterzeichnen. Ja, und weil ich mich kenne und weil genau sowas nämlich immer passiert, habe ich mich entschieden, gestern Abend noch ein paar Bücher auszusortieren, damit mein Bücherregal nicht aus allen Nähten platzt. Ich kann euch mal kurz zeigen, hier hinten, hinter dem Leseknochen, ist auch noch ein Stapel Bücher und hier ist noch ein Stapel Bücher und die warten alle noch darauf, irgendwie in dieses Regal einsortiert zu werden. Ja, das ist eben diese Problematik. Es soll hübsch aussehen, aber es sollen auch maximal viele Bücher reinpassen. Und das beißt sich so irgendwie. Das funktioniert nicht. Egal, darum soll es jetzt nicht gehen, also um meine Zwänge und mein Bücherregal, sondern um die Bücher, die ich aussortiert habe. Insgesamt sind es 5 Stück. Das heißt, es dürften theoretisch auch wieder 5 einziehen. Aber fingers crossed, dass das nicht passiert. Ja, starten wir einfach mit dem ersten Buch, das da wäre Kein Horizont zu weit von Alexandra Flint. Ich habe den Reihenauftakt damals direkt nach Erscheinen gelesen oder noch vor Erscheinen. Es war ein Rezensionsexemplar, deshalb kann auch sein, dass ich es ein paar Tage früher bekommen habe. Auf jeden Fall habe ich es rund um den Release Day direkt gelesen. Ich fand es ganz nett, aber es hat mich jetzt irgendwie nicht so gecatcht. Diese ganze Schiffsbauthematik war nicht ganz so meins. Und das Setting auf Sylt findet der ein oder andere bestimmt richtig toll, aber ich war schon immer der Südurlauber Richtung Spanien, Italien. Ich war nie wirklich so auf unseren Inseln quasi in Urlaub. Und deshalb kann ich diesen Sylt-Hype irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, auch wenn es dort bestimmt super, super schön ist. Ja, insgesamt hat mich die Story einfach nicht zu 100% gecatcht. Aber ich kenne ganz viele, die diese Reihe lieben. Ich gehöre leider nicht dazu, deshalb habe ich Band 2 und 3 tatsächlich auch gar nicht erst angefragt oder gekauft. Und ja, ich würde euch jetzt aber trotzdem erzählen, um was es geht. 5 Jahre sind vergangen, seit Leni Raphael zum letzten Mal gesehen hat. 5 Jahre, seit er bei einem Brand Vater und Bruder verlor. Doch jetzt ist Rafa zurück und auf Sylt, um den Wiederaufbau des Familienhotels zu überwachen. Und ausgerechnet die Werft, in der Leni ihre Ausbildung zur Schiffsbauerin macht, ist an dem Projekt beteiligt. Allerdings wird schnell klar, dass Rafa weder mit Leni noch mit der Insel etwas zu tun haben will. Warum also ist da immer noch dieses vertraute Kribbeln? Das nächste Buch habe ich euch gerade erst im Lesemonat vorgestellt, aber es hat mich auch nicht so 100% überzeugt, dass ich sagen würde, ja, ich werde das Buch auf jeden Fall noch einmal lesen. Und ich habe mir jetzt einfach angewöhnt, Bücher, die ich frisch gelesen habe und die noch nicht in mein Bücherregal einsortiert wurden, mir da direkt die Frage zu stellen, werde ich es nochmal lesen oder hat es mir so gut gefallen, dass ich es nicht hergeben kann oder ja, war es jetzt kein absolutes Highlight und kann nochmal ausziehen. Leider ist Soultrip auch diesem Schema zum Opfer gefallen. Ich weiß genau, ich werde es jetzt nicht nochmal lesen, auch wenn mir die Geschichte an und für sich sehr gut gefallen hat. Aber ja, ich muss mir die Problematik mit diesem Wo stelle ich es hin gar nicht mehr machen, wenn es eben direkt auszieht. Es ist ein sehr spirituelles Buch. Ich habe es irgendwie so genannt, dass es ein Roman ist, ein Belletristikroman mit einer Geschichte, aber sehr, sehr viel ja, Spirituelles mit drin ist, was dich selbst als Leser Dinge aus deinem eigenen Leben hinterfragen lässt. Von daher, wenn ihr auf Spiritualität steht, dann ist das definitiv auch was für euch. Ich habe es gern gelesen, aber werde es vermutlich nicht noch einmal tun.
Seit dem Tod ihres Zwillingsbruders verschließt sich die 16-jährige Myla vor der Welt. Ihr einziger Trost ist eine Schatulle, mit der sie an einen geheimnisvollen Strand gelangt. Doch plötzlich tauchen mysteriöse Krieger an ihrem Rückzugsort auf und bitten Myla um Hilfe. Von ihrer Entscheidung hängt das Überleben eines ganzen Volkes ab. Zu diesem gehört auch Alan, der Myla von Beginn an fasziniert. Dennoch zögert sie, denn um ihm und seinem Volk zu helfen, muss sie die Reise durch ihre Seele antreten und sich den übermächtigen Dämonen ihrer Vergangenheit stellen. Die nächsten beiden Bücher kann ich euch gleich zusammen in die Kamera halten, denn es handelt sich um Band 1 und 2 einer Reihe. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Das hier ist der erste. Kate Stewart's The Ravenhood Flock. Und der zweite Band heißt Exodus. Beide Bücher auch mit diesem Standard-Farbschnitt. Der erste, entwickelst du etwa Gefühle für mich, Babe? Und der zweite, wir lieben Regentage, nicht wahr, Baby? Ja, ich habe von den Büchern ja in meinen Lesemonaten auch bereits erzählt. Ich habe beide schon gelesen. Es gibt auch noch einen dritten Teil und ich gehe mal davon aus, dass ich den auch noch lesen werde. Ich habe Band 1 und 2 mit Lou zusammen als Buddy Read gestartet. Und wir wollen irgendwie trotzdem noch wissen, wie es weitergeht. Gerade beim ersten Band, der war sehr, sehr, sehr skurril. Und wir wussten auch ungefähr drei Viertel vom Buch gar nicht, was die Hauptstory sein wird. Also es geht da die meiste Zeit nur darum, was Cecilia und die Ravenhood Boys, nenne ich es einfach mal, miteinander haben oder nicht haben. Und dass sie ihren Vater kacke findet und... Es war aber irgendwie keine Main-Story zu erkennen und wir haben das in Abschnitte unterteilt und ich fragte Lou nach jedem Abschnitt, hast du jetzt eine Ahnung, um was es gehen könnte? Und die Antwort war meistens nein. So gegen Ende, so im letzten Drittel, im späten letzten Drittel, hat man so ein paar Brocken, wo man denkt, ja, das könnte sich in diese Richtung entwickeln. Dann haben wir Band 2 gekauft, da kam vieles auch sehr unerwartet. Aber irgendwie wissen wir trotz zwei Bänden immer noch nicht 100%, was sich die Autorin dabei gedacht hat. Außer, dass es sehr viel Spice beinhaltet. Sehr, sehr, sehr viel Spice und sehr viel Skurrilens, Zwischenmenschliches, würde ich es einfach mal behaupten. Ich denke, das ist einfach eine Serie oder eine Reihe, die liebt man oder hasst man. Ich finde sie halt echt nicht gut und deshalb, auch wenn sie schön im Regal aussehen, weil sie gerade perfekt bei anderen schwarzen, roten Büchern stehen, habe ich jetzt gesagt, nein, sie fliegen raus. Und ich würde euch jetzt einfach mal den Klappentext zu Band 1 vorlesen, um euch nicht zu spoilern, weil Band 2 baut nämlich auf Dingen auf, die, oder den, der Klappentext von Band 2 baut auf Dingen auf, die hier geschehen. Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Der Deal ist simpel. Ein Jahr lang soll die 19-jährige Cecilia Horner zu ihrem Vater nach Triple Falls ziehen und in dessen Fabrik arbeiten. Gegenzug erhält sie Zugang zu seinem Vermögen. Angewiesen auf das Geld, um ihrer kranken Mutter zu helfen, willigt Cecilia ein, nichts ahnend, dass sie als Tochter des Chefs dort nicht den einfachsten Start haben wird. Doch das ändert sich, als sie Sean kennenlernt. Der attraktive Kollege macht sie mit seinen Freunden bekannt, einer Gruppe junger Männer, die alle nach ihren eigenen Regeln leben und dasselbe Rabentattoo tragen. Verwirrt von ihren Gefühlen für Sean, aber auch für dessen geheimnisvollen Kumpel Dominic, ist Cecilia entschlossen, das Jahr zu nutzen, um herauszufinden, was und vor allem, wen sie wirklich will. Und last but not least, Buch Nummer 5 habe ich euch auch im Lesemonat vorgestellt, The Sky Above Us von Maya Schendel, wird ja auf Bookstagram richtig doll gehypt und auf der anderen Seite auch richtig doll kritisiert. Das ist auch ein ganz anderes Genre und Thema wie bei der Ravenhood-Reihe, aber es ist auch, glaube ich, so ein Buch, das mag man oder man mag es nicht. Also es gibt da kein so, ja, manches finde ich cool, manches finde ich nicht cool. Ich glaube, entweder insgesamt, du magst es oder du magst es nicht. Diese Free-Climbing-Thematik war jetzt auch nicht 100% meins. Ich dachte allerdings, dass diese angehende Filmstudentin und Filmdreh und dieses Setting im Park mich absolut überzeugen könnten und dass dieses Free-Climbing dann für mich irrelevant ist. Leider Gottes, war es dann eben auch nicht so meins. Ich fand die Protagonisten jetzt auch nicht mega ultra sympathisch. Von daher, ich werde es nicht nochmal lesen und deshalb darf es jetzt auch ausziehen.
Für Sky ist es die Chance ihres Lebens. Der angesagte Freeclimber Eric Knox will, dass sie den Filmdreh leitet, wenn er die gefährlichste Felswand im Nationalpark erklettert. Fast 1000 Meter ohne Sicherung. Absolut verrückt, findet Sky. Doch mit dieser Doku könnte sie sich an der legendären Filmschule in L.A. bewerben. Sky sagt zu, obwohl allein der Gedanke an die Dreharbeiten schreckliche Erinnerungen in ihr wachruft. Im Yosemite angekommen ist Sky überwältigt von der atemberaubenden Natur und von Eric. Mit jedem Drehtag kommen sich die beiden näher. Und bald muss sich Sky fragen, kann sie Regie führen, wenn Eric zwischen Leben und Tod schwebt? Fragen über Fragen. Aber wenn ihr die Antworten wissen wollt, dann müsst ihr euch die Bücher einfach mal selbst zu Gemüte führen. Diese Videos mit meinem Anhol sind einfach nur meine persönliche Meinung und meine persönlichen Empfindungen. Es kann natürlich sein, dass ihr die Bücher alle richtig gut findet und dass ihr sie behalten wollen würdet. Aber in meinem Fall ist das leider nicht so und deshalb dürfen die 5 jetzt auch ausziehen. Das war's jetzt von mir. Ich packe euch die Bücher wie immer natürlich auch in die Infobox, wenn ihr da mal näher in die Rezensionen oder so einsteigen wollt. Ansonsten würde ich mich jetzt von euch verabschieden, wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!